Jo Leute, was geht? Hier ist Survivor HD mit einem neuen Video. Ich würde gerne jetzt mit so einem Let's Play anfangen, kann man so sagen. Mist Survivor, ich weiß nicht, ob manche von euch schon das Spiel schon mal was davon gehört haben oder so. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass halt, es gibt halt so einen Nebel und in diesem Nebel, der kommt halt ab und zu, du bist halt auf so einer riesigen Welt und musst halt überleben, beziehungsweise Essen suchen und Autos und Häuser und so. Und es gibt halt auch so Nebel, wenn der kommt, kommen halt so Zombies da. Und ja, damit ihr schon mal so grob wisst, worum es da geht, so. Ich mache einfach ein neues Game. Hab mir schon mal kurz reingezockt. Bin zwar jetzt nicht unbedingt gut in dem Spiel, also wie gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder sonst was habt, könnt ihr das mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja. So. Steht doch gleich nochmal die Geschichte auf Englisch. Zumindest war das bei mir vorhin so, dass es nochmal hier drauf steht. So. Mal gleich sehen, was wir. Ah ja, das steht nochmal da. Ja, genau, 3 Jahre. Vor 3 Jahren hat sich irgendwas Mysteriöses. Ist da passiert. Und, ja. Halt, da kam halt dieser Nebel und dann hat die Leute halt infiziert. Wir sind halt einer der wenigen, die da, immun gegen den sind, und wir haben mit anderen so einem Camp überlebt, aber es wurde halt attackiert von denen und wir sind der Einzige, der halt überlebt hat und, ja genau. So, ich kann direkt eigentlich erstmal in die Einstellungen gehen und gehen mal auf Grafik, machen wir hier das hoch, ansonsten sieht das ja absolut unschön aus. So, hier ist ein kleines Camp auf jeden Fall schon mal, in dem wir gespawnt sind, was liegt hier, eine Säge. So, soweit ich weiß, die Säge ist dafür, dass wir solche Holzbretter und so, ja, bearbeiten können, beziehungsweise herstellen können. So, genau. Building and Structure Menü. So, also hier kann man wirklich riesige Sachen craften und bauen. Man kann auch riesige, wirklich riesige Hütten bauen. Ich kann das euch irgendwie zeigen. Seht ihr das hier? Man kann riesige Hütten bauen. Anders krass. Wollte ich vielleicht auch mal in dem Let's Play machen, werden wir sehen. Ja. Ich denke, ich werde erstmal so als Info, ich denke, ich werde erstmal so jede Folge auf 15 Minuten passen. Und ja. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich immer den Nebel drin lassen werde, weil das dauert halt wirklich. Da sind Zombies drin, habt ihr gesehen? Es gibt auch Häuser, wo Zombies drin sind. Wenn man sie jetzt den sieht. Auf jeden Fall, da muss man echt aufpassen, damit die nicht, dass die ihn dann nicht angreifen. Weil das sind halt ganz schön am Arsch, kann man so sagen. Da seht ihr die. Das sind auch sau viele. Und da reingehe ich, glaube ich, direkt. So, ich muss doch nur nach einem Haus gucken und nach irgendeinem Auto, was ich hier looten kann, weil bisher haben wir nichts im Inventar. Außer die Säge, wie ihr seht. Ich brauche doch mal eine Waffe oder sowas. Hier gibt es auch Waffen, genau. Und noch ein vielleicht ganz interessanter Fakt, es gibt ja auch Banditen. Das sind irgendwie auch welche, die überlebt haben, aber die sind halt feindlich. Und die knallen es halt direkt ab, wenn du in die Nähe von ihrem Camp kommst. Hier gibt's nämlich viele Banditencamps und das ist halt nicht ganz ungefährlich, da muss man auch aufpassen. Und ja, aber das werde ich schon alles im Verlauf des Let's Plays sehen. So, da hinten war ich schon mal bei, wo ich mich eingespielt habe. Da kann man nicht lang, weiß nicht, was das da für ein Tunnel ist. Wenn ihr das wisst oder was da ist, dass hier dass da vielleicht irgendwann das Spiel noch erweitert wird, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, da vorne steht ein Auto, soweit ich das sehe. Da oben steht auch was. Was ist das da oben? Ist das ein Haus oder so? Ja doch, sieht ganz so aus. Ach, hier ist sogar ein Haus, das habe ich gar nicht gesehen. Sogar so, also einen kleinen Job und so. So, gehen wir hier mal rein. So, Interact. So, raus. Ist nichts drin gewesen. Ich muss auch auf unsere Stamina achten. Weil wenn ich keine Stamina mehr habe, dann ja, wird es schlecht mit Schlagen und Rennen. Und dafür ja, im Notfall sollten wir uns mal ein bisschen Stamina aufsparen. So, ein paar Flaschen. Ein Brett. So, gehen wir hier rein. Ah, da haben wir Munition, Rifle-Munition, das Sturmgewehr, so.
so eine Nähschachtel oder was ist das? So hier unten rein kann man nicht, oder? Kann man, nee, das haben wir schon ganz weit. Doch, kann man. Krass. So, nochmal so. Nee. Ich sehe irgendwie noch so eine Nähschachtel. Keine Ahnung. Ja, gibt's hier noch was? Oh ja, eine Bandage. Ganz, ganz wichtig. Falls ein Zombie angreift, kann man uns dann geil. Ja, das sollte man. Kann man nie genug von haben, ist auch noch so gut. So, gucken wir erstmal weiter. Ich hoffe, da sind keine Zombies drin. Ich guck mal, ah genau, wir können auch hier solche Autos. Man kann dann auch selbst Autos fahren, aber da muss man halt auch mal verschiedene Motorteile, wie ihr seht. Man braucht halt Benzin, man braucht einen Motor, man braucht eine Zündkerze, Batterie, vier Räder. Und ja, das ist hier drin. Ihr seht ja auch, hier ist Benzin drin. Kann ich halt dann noch nicht abfüllen, weil ich noch keine, keine Kanne habe, oder wie das nennt. Und ja, da rein. Zum Metal Scrap. Wichtig zum Craften von Sachen, genau wie Components. So. Fächer, ein Hammer, wichtig. Gucken wir mal weiter. Wieder, wenn ich irgendwie was falsch mache oder so, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, okay, jetzt haben wir hier Schrotflinten. Die würde ich jetzt eigentlich sehr gerne mitnehmen, aber ich kann auch nicht so bekannt. Oh, das kann ich. Das geht. Ich sehe hier einen. Nee. Okay, das geht nicht. Tun wir hier rein. Ist da so was drin? Also, hier haben wir Components und solche Nähkästchen. Noch mehr Munition, Pistolenmunition. Ach gut, da kann man das stacken. Okay, das kann man das alles mitnehmen. Einwandfrei. So, haben wir wieder so ein Haus voll. Oh. Da komme ich später nochmal wieder hin. Was gibt's hier? Ach, hier ist so ein Haus. Okay, das ist ein Haus. Das kann ich anscheinend, genau, bei so einem Haus, das kann man halt, halt zu seinem Haus machen, indem man hier, Typ Koffer, so, Wasserflasche, das ist nur so schön, indem man halt hier, sich da einträgt, das als das eigene Haus markiert. So, ich denke, weil das erstmal hier ein Haus ist, bevor wir jetzt noch weiter Zeit verschwenden, weil ich weiß nicht, wann der nächste Nebel kommt, würde ich sagen, nehmen wir das erstmal, vergehen wir auf, so, ja, wir machen das zu unserer aktiven Base. Das ist das ja auch angezeigt, dass unser Base ist. So, hier ist ein Messer. Bären noch. So. Ja gut, ich lasse das mal drin, weil wenn ich eh jetzt meinen Schrank lasse. Geht's hier hinten noch etwa? Oh, ich hab das gerade noch falsch gesehen. Ich kann nachgucken. Geht's noch weiter hoch? Ist da oben irgendwas? Ne, hier ist gar nichts, okay. So, ich trage mal den Körper rein. So, move. Tragen wir hier rein. Hallo? Ja, kann das gehen? Move. Hallo? In den Koffer? Hä? Ich denke mal, dass das... Okay, keine Ahnung. Was war das gerade? Na gut. Ich noch nicht so erlebt. So, ich tue jetzt nicht hin. Alles, was so Schränke sind und so, und wo man Sachen verstanden kann, tue das mal hier. So, Essen würde ich sagen, tu mal in den... Also solche Crafting-Sachen würde ich gerne erstmal hier rein tun. Metal Scraps und Components und Bretter vielleicht auch. So, Essen tue ich erstmal. Das Essen. Das Inventar. Schlecker. Sollte ich nicht. Tue ich erstmal hier rein, was das Essen angeht. Essen und trinken, genau. So. Und jetzt gucke ich erstmal. Ich habe halt wirklich aber auch. Was habe ich jetzt als Inventar? Das könnte ich nicht erstmal machen. Das wäre vielleicht ganz gut. Ich guck mal nach. So. Also ich glaube am besten jetzt erstmal ein Campfire, wenn wir das machen würden.
So. Gibt's ja noch. Also ihr seht, das ist sau groß hier. Das Crafting-Menü, da kann man wirklich sau viel craften und so weiter. Deswegen denke ich, wird das Let's Play auch einige Zeit gehen. 10 Bretter für so ein Bett, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, oder? Wie viel habe ich denn davon? Muss ich mal kurz gucken. 6 Komponenten, ne, habe ich nur genug. Bretter brauche ich dafür. Für ein paar Tücher glaube ich auch. Ich gehe erstmal weiter ein bisschen rumgucken, weil ich habe zurzeit leider auch keine Axt. Das erschwert mir einiges. Weil ich bräuchte eigentlich eine Axt. Ein paar Steine könnte ich mal mitnehmen für ein Lagerfeuer oder so. So. Noch nicht. So, noch ein Stein hier. So, gucken wir mal weiter. Es gibt auch wieder Autos. Diese Autos kann man irgendwie auch mit einer Axt, glaube ich, kaputt schlagen. Und da bekommt man dann Component und Metal Scraps draus. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Die drei Components ist echt gut. So, gucken wir mal weiter. Was ist das hier, ein Stein? Nehmen wir mit. Brauchen wir 8 Steine fürs Lagerfeuer. So, hier wieder Autos. Kann man das auch machen? Ja, okay, das machen wir nochmal. Alkohol. Okay. Alkohol ist, glaube ich, zum Machen von Bandagen. Soweit ich das weiß. Das geht gleich hin. Tu erstmal noch kurz die Autos hier fertig. So. Okay, was kann ich da weg? Ich will eigentlich nichts weg tun hier. Obwohl, die brauche ich schon eigentlich. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz zurück zu dieser direkt hier. Lade noch ein paar Sachen ab. So, Vorsicht, damit ich nicht falsch Schaden bekomme. So. Schauen wir mal, was Sachen eigentlich sind. Components. Ja, ich tue jetzt hier schon mal sowas wie, sagen wir mal, sowas wie Tücher rein und so. Nee, schon. Werde später alles sortieren. Munition brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Außer die Pistolenmunition, die nehme ich mal mit, falls wir eine Pistole finden sollten. Brauchen wir es auch nicht. Alkohol auch nicht. Leere Flasche eigentlich auch nicht. Die Säge eigentlich auch nicht unbedingt. Bandage und Munition nehme ich mit und die paar Steine. Damit ich sehe, wie viel ich habe. So, Stein. Okay, mal wieder zurück zu den Autos. Da kann ich mal fertig looten. Ah, kein Stein? Nö. Und Stöcke, die brauche ich auch. Und nicht die großen, sondern die kleinen. Ein paar Blätter können wir auch mitnehmen. So. Die sind wichtig für Seile. Ich würde sagen, ich gehe erstmal bis hinten hin. Und dann gibt es hier noch eine große Tankstelle. So, machen wir weiter. Was gibt es hier alles so? Ein Seil, wichtig. So, Metal Scraps, Components. Finde ich klasse. Sogar noch mal Munition, finde ich auch gut. Flaschen. Flaschen brauchen wir zum Beispiel zum, wenn wir halt Alkohol machen, brauchen wir diese Flaschen. Ja. So, hier was auf dem Scheißhaus. Nein. Bin ich auch gewundert. Seil. Was liegt hier? Hallo? Noch ein Seil. Okay. So gibt's hier sonst noch. Eine Tomaten. Sie sieht übrigens hunger- und dursttechnisch. Wie sieht übrigens sprachen am Bubble, wie sieht übrigens mit diesem Hunger und diesem Durst aus? Ja, ich könnte vielleicht mal wieder was. Ich alles wieder wissen, ich esse vielleicht mal kurz was. So. So, ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Nächste Folge gehen wir da in die Tankstelle rein und gucken mal weiter und craften vielleicht schon eventuell ein paar Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da, heißt ein Like oder ein Abo. Und wenn ich irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Tipps habt oder andere Spiele habt, die ich mal spielen soll, die ihr euch wünscht, schreibt in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Video und ciao.